Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So Leute, in der letzten Folge ist richtig viel passiert. Wir haben in der letzten Folge den Minotaurus erledigt und sind jetzt im Pevki angekommen, wo wir schon 3 Vorprüfungen gemacht haben für den nächsten Minotaurus. Wobei ich aber glaube, dass das kein echter Minotaurus ist, das wahrscheinlich nur eine Fabelgestalt ist oder sowas. Das werden wir uns jetzt aber anschauen. Die Prüfung habe ich schon bestanden und wir müssen die jetzt abgeben. Und zwar hier vorne. Und dann schauen wir doch mal. Sieh an! Nein! Ich habe alle Abzeichen zusammen. Keine Spiele mehr oder Tricks, um an meine Drachmen zu kommen. Es wird Zeit für den Minotauros! Kein Problem! Wirklich, kein Problem! Doch zuerst möchtest du nicht dein fein gearbeitetes Prüfungsandenken zurückkaufen? Dieses Angebot gilt bis... Bei den Göttern! Vielleicht als Geschenk für die Lieben? Keine weitere Drachme. Oh, aber Heldin, sicher hättest du doch gern etwas, um dich an die Vorprüfungen von Nein. zu erinnern. Oh, tut mir leid. Nun musst du dich der Hauptattraktion stellen, dem Minotauros. Bist du bereit für deinen Untergang? Wenn ich mir die Vorprüfungen so ansehe, dann ja, ich bin bereit. Lächerlich. Hervorragend! Toll! Ich will, dass ihr den Minotauros besiegt. Du findest die Bestie tief in der Höhle der Mutigen, auf der Dikte-Hochebene. 2 weitere Krieger haben gerade die Vorprüfungen bestanden. Sprich mit ihnen, um mehr zu erfahren. Sie gehen mit dir, wenn du bereit bist, einen grausamen Tod zu sterben. Du bist einen weiten Weg gegangen. Komm mit uns. Nein. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Keramikunterricht und so weiter. Also... Doch lächerlich. Oh, sind Söldner. Zielbitch. Den brauche ich jetzt nicht. Und schauen wir mal, was da für ein Minotaurus uns da erwartet. Und ihr werdet dann wohl die Krieger sein. Sieh mal, Bruder, das letzte Mitglied unserer Minotauros-Jagdgesellschaft ist da. Wenn die Bestie unsere geballte Macht sieht, wird sie vor Angst aufmuhen. Ruhen die denn überhaupt? Wenn es euch recht ist, würde ich gern den tödlichen Hieb ausführen. Oder können wir das zumindest hinterher behaupten? Ich bin bereit, mich auf... hat eine entscheidende Rolle beim Erteilen des tödlichen Schlags gespielt, runterhandeln zu lassen. Der Minotauros ist eine mythische Kreatur. Nur jemand, der ebenso mythisch ist, kann ihn erlegen. Du sprichst doch von mir, oder? Die einzigen Mythen, die dich umgeben, sind die, für deren Geheimhaltung Pater gezahlt hat. Was kann da schon schiefgehen? Sollen wir dann reiten? Erlegen wir den Minotauros. Laut Liandros lebt er in der Höhle der Mutigen auf der Dikte-Hochebene. Lasset die Minoturniere beginnen! Wenn der Minotauros ist und neben den Bewohnern von Petty Haus, warum leben sie dann noch? Vielleicht gefällt ihnen ja ihre... Auf geht's! Das ist doch lächerlich. 100% ist es komplett der Scheiß. Der andere war komplett eingesperrt. Der lebt hier in irgendeiner Höhle, oder was? Naja, schauen wir uns das mal an. Sieh nur, Bruder! Das Heim des Minotauros! Soll der nicht in einem Labyrinth wohnen? Nur ein Mythos. Ist der Minotauros kein Mythos? Nein. Er ist der uneheliche Sohn von König Minos Frau. Als Stier halb Mensch. Klingt nach einem Mythos. Ich hörte, Theseus habe den Minotaurus erschlagen. Hätte Theseus ihn getötet, könnte er dann hier sein. Ja,
erwartet kein Ruhm, nur der Tod. Bruder, warte! Das Töten von Monstern ist ruhmreicher als das Backen von Brot. Was auch da unten wartet, muss ein Monster sein. Diese Leichen wurden von keinem Minotauros gerissen. Sie wurden platziert. Mal schauen, ob wir hier noch den Schatz kriegen, weil ein Schatz da noch hier sind. Und die anderen zwei, wo sind die? Deppen die? Hier und du wirst verschont. Sonst stirbst du unter meinen Hufen. Fürchte mein Muhen. Schon Angst? Ihr Malakis. Ich steche auf euch ein, bis mir jemand sagt, was hier eigentlich gespielt wird. Lächerlich. Wollen wir jetzt mal den Schatz holen? Der letzte, den ich getötet habe, war schweigsamer. Getötet? Dazu besteht ja nun wirklich kein Grund. Ich meinte... Sag mir, was hier gespielt wird, oder ich schlitz dich auf. Und nimm diese verdammte Maske ab! Leandros? Ich sagte doch, nichts ist, wie es scheint in Pevki. Ich würde mich freuen, alle Ausgaben, die während... Bitte, es geht um meine Tochter Amara. Maskierte Männer halten sie tief in den Schluchten der Dikte-Hochebene gefangen. Maskierte Männer? Was für Masken? Weiß wie Marmor und Blut läuft aus ihren Augen. Unheimlich. Der Kult. Sie kontrollieren alles in Pevki. Und locken Helden mit dem Versprechen auf Ruhm für das Erlegen des Minotauros her. Nur, um sie dann hier im Dunkeln in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, stirbt Amara. Wenn ich die Maske abnehme, oder es meiner Frau sage, oder um Hilfe bitte, stirbt sie. Okay. Wie viele Männer hast du mit einem Lächeln und netten Worten in den Tod geschickt? Tausende. Mehr. Aber ihre Leben sind wertlos gegen meine Amara. Sie ist alles, was ich habe. Doch jetzt habe ich dich. Oder? Du kannst sie aus den Händen dieser Malakis befreien. Sag mir, welches Gesicht würde Amara bei ihrer Rettung sehen wollen? Meines oder das ihres Vaters? Sei mutig. Mutig? Ja, du hast ja recht. Was auch passiert, ich muss Amara beistehen. Bitte, wirst du mit mir kommen? Wir retten deine Tochter. Gemeinsam. Ich danke dir.
Triff mich bei den Ruinen von Sarkos auf der Dikte-Hochebene. Dort ist meine Tochter und dort muss ich hin. Diese maskierten Männer sind gut organisiert und furchtlos. Ihre größte Waffe ist keine Klinge, sondern unsere Gier. Jeder Händler, Mann und Sklave, verdient bei diesem Spiel genug Drachmen. Selbst Midas würde erblassen. Der Mythos des Minotaurus macht uns alle reich und wir verschließen die Augen vor dem Preis. Warum reibt dieses Gewand? Ich habe eine ganze Flasche Öl benutzt. In einem Kostüm wie diesem fällt das Atmen schwer. Also der Unfall, der Depp. Bei Zeus, dieses Fell lässt kein Hauch durch. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Du bist der Minotaurus. Nein, nein, nein. Der letzte war besser. Boah, ist der bekloppt. Tamara, hab keine Angst. Und hab auch du keine Angst, Leandros. Sie braucht dich. Ich dachte schon, ich müsste allein kämpfen. Ich stehe an deiner Seite, Leandros. Was heute auch passiert, Amara wird stolz auf ihren Vater sein. Ich sehe, du bist noch ein Minotaurus. Mit dieser Maske stellte ich mich den tödlichsten Kriegern der Welt. Gut, ich sollte sie nur mit meinem Brüllen und den Drohgebärden ablenken, damit man sie von hinten überfallen und abstechen konnte. Aber sie erfüllt mich mit dem nötigen Mut. Du siehst aus wie die einzige Kreatur, die Alcibiades nicht mit ins Bett nehmen würde. Kannst du überhaupt was sehen? Belächle mich nur. Wenn die Bestie auf diese Malakes in Sarkos zustürmt, werden sie wissen, was Angst ist. Sie müssen sie unterirdisch gefangen halten. Mit Hufen und Heldenmut werden wir sie retten. Sarkos wird streng bewacht. Wie sollen wir vorgehen? Zum Angriff! Jetzt rennt aber vor. Scheint es mir zu geben. Oh.
Okay, Gefangenenbefreiung. Schauen hier. Da ist die Tafel. Hier wird es runtergehen, da sind die Gefangenen unten, aber hier war noch was. Da ist die Tafel. So, haben wir jetzt hier noch was? Okay, dann gehen wir mal runter. Sie. Nein, bitte! Ich war ruhig! Ich hab nicht geweint! Ich kann leise sein! Geh in Deckung! Ich hole dich, wenn es sicher ist! Eine Gefangenenbefreiung. Na hier. Jetzt hier vorne irgendwo. Läuft. Dich. Vater? Du bist der Minotauros? Sag es lieber nicht deiner Mutter. Ich habe gewartet und gewartet. Du wolltest mich nicht hier zurücklassen, oder? Du hast nur an einem Rettungsplan gearbeitet, oder, Pater? Natürlich. Ich wollte dich holen kommen.
Ich musste nur zuvor etwas finden. Konntest du deine Entführer belauschen? Hast du etwas erfahren, das uns helfen könnte, sie aufzuhalten? Als ich so tat, als ob ich schliefe, sprach ihr Anführer von einem Treffpunkt in Kydonia. Ich habe mir das Geflüster der Maskierten notiert. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Oh, vielleicht ein Kultistin, weißt? Komm mit uns. Wir gehen zu meiner Frau. Sie hält eine Nachtwache für Amara am Kriegergrab ab. Verbring etwas Zeit mit uns und sieh das Geschenk, das du unserer Familie gabst. Nach dir. Okay. Läuft. Amara! Amara! Du lebst! Marta! Meine Familie! Du warst das? Bedank dich bei Leandros. Als es an der Zeit war, griff er an. Obwohl er im Nachteil war. Und ein Kostüm trug. Er kämpfte tapfer. Dein Mann ist kein Feigling. Ich scheine von Helden umgeben zu sein. Niemand gewann je den Preis von Pevki. Jeder, der sich dem Minotaurus stellte, starb. Ihr Geld häufte sich in der Schatzkammer an. Nun soll ein kleiner Teil davon dir gehören. Danke für den kleinen Teil. Natürlich. Abzüglich der Steuern und der Reisekosten und... Ich stelle sicher, dass alles auf dein Schiff geliefert wird. Du hast es dir verdient. Oh, dieser Hundling. Und das ist für dich. Ein Feigling verdient es nicht, der Minotaurus zu sein. Du schon. Nettes Kompliment. Pevki ist nicht länger sicher. Amaras Befreiung wird Vergeltung von jenen nach sich ziehen, die Niederlagen nur schwer hinnehmen. Aber wir leben. Und was die Zukunft auch bringt, nur dir verdanken wir, dass wir eine haben. Gute Reise. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir wollten hier oben noch. Da gab es einen Aussichtspunkt. Und den holen wir uns natürlich noch. Und dann schauen wir uns mal die blöde Maske da an. Das ist ja voll der Scheiß. Inventory. Das ist aber 44. Ach du Scheiß. Ah, wo die fast besser wäre, nehmen wir die hier. Wir zerlegen die Bögen gleich mal. Mal schauen, dass wir unser Schiff jetzt mal langsam hier auf Vordermann kriegen. Was haben wir hier noch? Einiges zu zerlegen. Kohle haben wir eigentlich genug. Obwohl wir, glaube ich, für Schiff auftunen dann auch wieder extrem Kohle brauchen.
So, dann schauen wir mal aufs Schiff. Wir könnten hier was machen, oder? Boah, 1135. Das wäre die letzte Stufe. Also, was können wir da machen? Hier können wir auch noch was machen. Hier können wir auch was machen. Hier können wir nichts mehr machen. Wir brauchen wieder Holz. Aber viel brauchen wir nicht mehr. Also brauchen schon noch viel, aber es wird langsam, dass wir hier das alles mal auf episch kriegen. 18. Okay, wir brauchen Holz. Holz, 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 Holz. Hier können wir was machen. 15.000, meine Fresse. Okay, da haben wir da schon mal ein bisschen was erreicht. Dann holen wir uns jetzt noch den Aussichtspunkt. Wir müssen wieder Holz sammeln. Ohne Ende. Und ein bisschen Geld verdienen. Okay, aber das Geld ist relativ einfach. Dann, wenn man mal eine Runde geht und Rüstung kriegt und das dann verkauft, hat man eigentlich gleich wieder die Kohle. Hast du gesehen, oder? Oh. Jetzt hoffen wir mal, dass wir weiter in die Arena kommen. Einmal, ich glaube, unten war noch jemand, der irgendwas war da mit der Arena. Genau, der hier. Betritt die Arena. Die Arena liegt nordöstlich der Küste von Pevki. Also irgendwo, ja, es wird das hier sein. Oh, hier haben wir auch noch einen Aussichtspunkt. Den müssen wir uns auch noch holen. Dass wir die gar nicht übersehen. Okay, dann holen wir jetzt erst den Aussichtspunkt und gehen wir dann hier hin. Okay, dann würde ich sagen, einmal hier hin. Da oben, okay. Sorry Leute, aber ich muss mir die Punkte holen unbedingt. Können wir hier durchrennen oder müssen wir hier schwimmen? Oh. Da können wir auch noch mal schauen, mit den Herzen da. Mit den Herzen, ja. Jetzt haben wir schon einige geholt, da könnten wir uns irgendwie was Schönes kaufen. Weil ich weiß gar nicht, für was sie sonst gut sein sollen. Ob wir da irgendwie Waffen craften können, sonst mit denen noch, oder... Oder ob das nur wirklich zum Kaufen ist. Hier. Hier scheint es nichts zu geben.
Mysteriusquelle. Schon wieder eins. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier danach mal schnell dorthin reisen. Ich weiß ja, wo der Händler steht. Dann schauen wir mal, was der zu bieten hat. So, okay, haben wir das schon mal freigeschaltet. Dann werden wir jetzt einmal zurückreisen. Ich glaube, das war hier. Genau, hier können wir nämlich einkaufen. Schauen wir uns mal an, was der zu bieten hat. Dann zurück nach Pevki und dann hoffe ich mal, dass wir dann in der oder vielleicht in der nächsten Folge dann auch schon mal die Arena sehen. Oh, wir haben nur so viel zu tun, wenn ich so überlege, was wir noch tun können. Die komischen Viecher alle noch umbringen, die epischen, also die legendären, großen, haben wir auch noch ein paar Quests. Ein paar Inseln sind noch zu erkunden, also noch richtig viel eigentlich. Ich glaube, dass wir bestimmt an die 100 Folgen kommen werden. So, okay, wo bist du? So, bitte einmal hier. Wir haben 30 Stück. Ich glaube, mit 20 ist es minimal, dass was ich was holen kann. Da kriegen wir ja irgendwas Cooles. Der sabbelt wieder ewig jetzt. Willkommen zurück, Söldnerin. Es ist immer eine... Wir würden uns viel öfter sehen. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, doch ich bin nach... Was machst du mit diesem seltsamen Metall? Es ist von unvergleichlichem Wert. Es ist antik und weit... Nun gut. Ja, zeig mal her, was hat... das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Ich kaufe doch nicht so einen Rotzpiss hier. Das hier enthält einen epischen bis legendären Gegenstand für deinen Charakter oder dein Schiff, inklusive der Gegenstände aus dem Shop. Oh, ach komm, ist egal, wir kaufen mal. Ein legendäres Schwert. Stufe 46. Okay, es war schon. Also, ich habe mir echt ein bisschen mehr erwartet. Das ist komplett lächerlich. Das Schwert 46. Wird wahrscheinlich besser sein wie unser aktuelles jetzt. Ah.
Okay, dafür schauen wir mal. Schauen wir mal schnell zum Schmied. Und vielleicht unser Schwert ein bisschen auftunen. Kann ich dir helfen? Verkaufen erstmal alle Handelsgüter. Also nicht viel. Okay, verbessern. Unser Schwert hier. Brauchen wir denn? Oh, wir brauchen 319 Leder. Und der hat schon ein bisschen mehr Bums dann. Brauchen wir hier? Oh, Leder. Wir brauchen so viel Leder, ey. Okay, wäre vielleicht echt nicht schlecht, wenn wir mal die Arena wirklich machen, weil wir sitzen hier unten. Man kriegt dann einen Haufen Rabatte. Genießt das Leben, bis bald. Okay, gut. Das muss jetzt schon noch reichen. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Pevki. So, einmal bitte hier. Ich glaube, es ist besser, wenn wir noch auf Stufe 50 warten. Obwohl ich nicht weiß, die Rüstung ist ja teilweise 42. Wie sie dann auch mit dem Schaden und mit dem Aushalten aussieht, wenn wir die Rüstung so niedrig ist. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, für die 3-4 Level dann noch was aufzutunen. Wenn wir dann Level 50 sind, dann brauchen wir halt doch Max-Level. Das Schiff kostet auch so viel, das ist echt Wahnsinn. Okay, dann gehen wir mal hier runter. In die Todesschlucht. Nur noch mal schnell was schauen. Wir verkaufen nur die besten Waren. Bis zum nächsten Mal. Besten Krieger. Helden. Viele sind es nicht. Doch sie sind Helden der Arena. All jene, die ehrenhaft gestorben sind. Die übrigen werden weit weg von hier in anonymen Löchern verscharrt. Niemand erinnert sich an sie. Wenn deine Zeit kommt, glaubst du, dass man dich zu den Helden zählen wird, Söldnerin? Falls jemand stark genug ist, mich zu töten, wäre ich mehr als würdig, hier zu ruhen. Ich habe Geschichten von deinen Taten und Siegen gehört. Beeindruckend, falls sie wahr sind. Kommt drauf an, was du gehört hast. Ich habe viel gehört. Eine Kriegerin, die durch das Land reist. Manchmal halb Bestie oder halb Göttin. Aber immer von einem Adler begleitet. Sag mir, ist irgendetwas davon wahr? Sie sind alle wahr. Und es gibt mehr, von dem du gar nichts weißt. Gute Antwort. Es ist mir egal, ob die Geschichten wahr sind. Ich sehe, was in dir steckt. Du vermagst Großes zu tun. Das Potenzial, eine wahre Heldin zu werden. Ich bin Marion. Cassandra. Wenn du wirklich leben willst, Cassandra, wenn du die Heldin der Arena werden und unermessliche Reichtümer verdienen willst, musst du in meiner Arena kämpfen. Klingt interessant. Gut,
Nimm mein Boot und fahre die Küste von Pevki in Richtung des Schiffswracks entlang und dann in die Mündung des Tals hinein. Dort findest du den Eingang zu meiner Arena und Skura, der sich um meine Kämpfer kümmert. Wenn er in dir dasselbe sieht wie ich, dürfte er hoch erfreut über deine Ankunft sein. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Sorry. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein bisschen Support da. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann in der Arena. Und ich freue mich schon richtig drauf. Bin echt gespannt, was uns dort erwartet und was wir davon abstauben können, rüstungsmäßig. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingeheuern. Euer Andi.